So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe zwar gar keine Zeit, aber auf vielfachen Wunsch muss ich noch mal ein bisschen was zu Seven vs. Wild nebenbei erzählen. Drum ist das jetzt hier maximal spontan. Ich habe nichts vorbereitet, null. Habe mir auf dem Weg hierher noch drei Gedanken gemacht und der ist kurz, der Weg hierher. Und habe mir noch weitere vier Gedanken gemacht, als ich meinen Tarp hier noch ein bisschen aufgehängt habe, damit, falls es regnen sollte, was es bisher den ganzen Tag getan hat und kaum hängt das Tarp, hört es auf, das ist ja immer so. Jedenfalls kaum Vorbereitung hier reingeflossen. Seht mir also nach, wenn ich auch kaum hier dran rumschneide. Das ist also jetzt wirklich frei Schnauze. Wenn es ein bisschen frech wird, dann ist es so. Wenn das eine oder andere vielleicht jetzt nicht top recherchiert ist, dann liegt es daran, dass ich nichts recherchiert habe. Wenn ihr Fehler entdeckt, schreibt sie gerne in die Kommentare, wie immer. Alle anderen, lest bitte gerne die Kommentare, wie immer. Wenn jemand da einen Fehler vermerkt hat, dann wisst ihr hinterher auch, okay, da hat der Ben jetzt im Eifer des Gefechts vielleicht nicht so hundertprozentig das gesagt, was er hätte sagen sollen. So. Das zum Disclaimer und damit legen wir auch los. Und zwar möchte ich reden, aber das könnt ihr dem Titel auch schon entnehmen, mit dicker, fetter Spoilerwarnung an dieser Stelle für diejenigen, die das Ganze auf YouTube gucken. Das läuft ja inzwischen endlich mal. Das heißt, ganz paar Sachen vom Anfang könnte ich im Prinzip auch spoilerfrei erwähnen, aber ich werde das Zeug nicht vom Anfang erwähnen. Daher dicke, fette Spoilerwarnung an diejenigen, die das Ganze auf YouTube gucken und nicht auf Freevee. Und ja, das war's. Damit seid ihr gewarnt worden. Wünsche ich euch ansonsten einen wunderschönen Tag, wenn euch diese Spoilerwarnung jetzt abschreckt. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr dann gespoilert werden dürft, weil ihr es dann auf YouTube gesehen habt. So, und für alle anderen, wir reden heute über die drei ausgeschiedenen Kandidatenpaare, die ich jetzt in 3, 2, 1 auch benenne. Das sind nämlich Fritz und Martin, Gerrit und Andi oder Andi und Gerrit, ich muss sie mal andersrum nennen. Dann noch im Prinzip Joey Kelly und, wie heißt er, der Jan Schlappen. Wobei nur der Jan Schlappen ja wirklich raus ist und Joey Kelly da dann noch weiter vor sich hin wurschtelt. So, und ich möchte zu den ausgeschiedenen Teilnehmerteams jetzt einfach mal generell noch ein bisschen was erzählen. Zum Rest der Staffel erzähle ich dann auch schon noch mal ein bisschen was. Aber bevor ich das vergesse, was mir wirklich so ein bisschen auf den Nägeln brennt, wenn wir schon über Seven vs. Wild reden. Ich möchte da an Katrin überhaupt keinen Vorwurf machen, aber ich möchte auch den Indigenen, bei denen sie das gelernt hat, auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Aber wenn du bei Tuya Plicata beim Lebensbaum die Rinde abziehst, dann nein, das bringt den Baum um. Ja? Das können die sich, also Entschuldigung, ja, also das ist halt so ein Punkt. Naturvölker sind total toll und super und wir brauchen mehr davon. Ich habe da größten Respekt vor. Habe ich an anderer Stelle auch hoffentlich mehr als einmal deutlich gemacht. Aber trotzdem kann es passieren, dass auch ein Naturvolk sich einfach traditionell irgendwas überliefert, was ihm hilft und sich vielleicht eine Sache zurechtlegt, die so dann ist, dass es dem Volk hilft. Aber was halt nicht stimmt. Ne? Also zum Beispiel auch in Sachen moderne Medizin werden die ganzen Naturvölker, die haben funktionierende Heilmittel aus dem Dschungel. Sie haben mit Sicherheit aber auch Humbug aus dem Dschungel. Ja? Das ist wie in allen Naturvölkern so, dass sie per Zufall, das ist ja alles experimentell, die haben im Laufe der Zeit gelernt und weitergegeben von Generation zu Generation Wissen und Unsinn. Das Gleiche bei uns auch. Es hat sich nicht alles, was altes Wissen ist, ist automatisch gutes Wissen. Manches ja, anderes ist völliger Schwachsinn. Und so ist das halt bei jeder Kultur auf dem Planeten, völlig egal welche. Da sind Elemente dabei, egal wie verherrlichen man Naturvölker auch möchte. Das darf man ein Stück weit auch. Finde ich ein Stück weit auch angemessen, weil ein wenig Verherrlichung nach Jahrhunderten der Degradierung und der Missachtung dieser Menschen
ist meiner Meinung nach durchaus nicht schlimm. Ja? Angemessen kann man sich streiten, aber schlimm denke ich nicht. Aber an dem Punkt, das ist völliger Quatsch. Ja? Der Baum leidet nicht unmittelbar und möglicherweise wird es auch den einen oder anderen Thuja-Baum geben, der das langfristig recht gut übersteht und hin und wieder mag das auch noch mal heilen. Und tatsächlich ist es so, dass Thuja als besonders ausschlagfreudiger Baum durchaus besser in der Lage ist, mit solchen Verletzungen klarzukommen. Also Riesenlebensbaum Thuja plicata, Thuja abgekürzt, als dass andere Bäume in der Lage sind. Aber das ist trotzdem faktisch absolut falsch. Also da muss ich 100% widersprechen. Man bringt den Baum langfristig damit um. Die Chance, dass der das übersteht, die Wunde wieder heilt, ohne dass er sich eine ziemlich tödliche Verletzung zugezogen hat, die erst 50 Jahre später tödlich ist, wenn sich schon kein Mensch mehr daran erinnert, wer damals an dem Baum darum geschnibbelt hat. Ja? Diesen Zusammenhang, diese sehr langfristige Auswirkung von Handeln und Folge, das scheinbar zumindest bei der Truppe von Indigenen, bei der Ann-Kathrin unterwegs war, Affe unterwegs war, hat sich dieses Wissen offensichtlich nicht überliefert. Und Hannah merkt ja an, ich dachte, das würde den Baum schädigen, aber Ann-Kathrin überzeugt sie dann ja sehr überzeugend davon, dass sie das bei den Indigenen gelernt hat, dass das nicht der Fall sei. Also, wie gesagt, nichts gegen Ann-Kathrin. Wenn du keinen Plan hast, was jetzt auch nicht heißen soll, dass Ann-Kathrin grundsätzlich keinen Plan hat. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Aber wenn du halt nicht vom Fach bist, ja, und jemand, der vom Fach sein sollte, beziehungsweise dem man große Fachkenntnis zutraut, und die haben ja die Indigenen auch, das will ich auch gar nicht bestreiten, ja, und der sagt dir, so ist es, und dann gibst du das so weiter im guten Glauben, dass das so stimmt, und sie zweifelt ja selber ein bisschen. Sie hat so einen kleinen Nebensatz, wo sie selber so ein bisschen, ich hoffe, das stimmt so, oder irgendwas, ich weiß nicht mehr, was sie da genau sagt, aber sie zweifelt selber ein bisschen. Ja, und diese Zweifel sind berechtigt. Also das ist schlicht falsch. Ja, dem Baum schadet es sehr wohl. Aber alles gut. Ne? Ich wollte einfach das nur nicht im Raum stehen lassen. Langfristig bringt das den Baum wahrscheinlich um. Aber halt eben erst in 50 Jahren. Vielleicht auch in 30, vielleicht auch erst in 70, 80, schwer zu sagen. Aber ein Maximalalter, was er potenziell hätte erreichen können, wird er auf keinen Fall mehr erreichen, wenn man ihm so eine großflächige Rindenverletzung und dann auch noch weiter unten am Stamm zufügt. Je weiter unten so eine Verletzung, desto schlimmer, denn desto eher kommt ein Pilz. Die meisten Pilze sind ja bodenlebend oder zumindest bodenüberdauernd, vom Boden bis an diese Stelle ins Holz und zack ist er da, der besagte Pilz. Ne? Also, nichts gegen das Bastelprojekt und wirklich überhaupt keinen Vorwurf an dieser Stelle. Kann sie nicht wissen. Alles gut, ich wollte es nur richtig stellen. So, jetzt aber zu den ausgeschiedenen Kandidatenpaaren. Nämlich fangen wir an mit Fritz und Martin, einfach in chronologischer Reihenfolge, wie sie rausgeflogen sind. Ich möchte mich der Häme und dem Spott, der teilweise stattgefunden hat bezüglich Fritz und Martins Ausscheiden, so gar nicht anschließen. Ich habe da großes Verständnis für, weil, kleine Anekdote, ich habe auch mal eine Tour abbrechen müssen, weil mir das Wasser ausgegangen ist und ich schlicht durch Hoffnung, ach ja, Wasser gibt's eigentlich immer, Wasser findest du normalerweise problemlos. Und das ist auch so, normalerweise, beziehungsweise inzwischen bin ich dann noch ein bisschen besser geworden, als ich das damals war. Aber es hat mich wirklich überrascht, dass ich dann kein Wasser gefunden habe. Grund war, ich war oben in den Bergen unterwegs, also so mittelhohe, also schon hoch, aber jetzt auch nicht Alpen und schon gar nicht am Himalaya. Aber da war ich unterwegs und logischerweise gibt es auf dem Gipfel, wenn es da mal hinregnet, schon mal eine Pfütze. Aber wenn sich da Wasser langfristig staut, wo fließt es dann hin? Naja, nicht unbedingt nach oben, ne, sondern runter. Bedeutet, auf dem Gipfel findest du quasi nie eine Quelle. Und Bächlein, die möglicherweise in eine Karte eingetragen sind, trocknen im Sommer, wenn es lange Zeit geregnet hat, dann doch recht schnell aus. Ja? Und ich war da unterwegs, wirklich in einem der trockeneren Sommer. Ich meine, das wäre 2015 gewesen. Das ist vor 2018 einer der trockeneren Sommer der letzten Jahre. 2003 war auch nochmal ganz schlimm, 2012 nochmal. Das sind so die besonders trockenen Sommer, so deutschlandweit, so ganz allgemein. Und in einem von denen war ich da halt eben unterwegs und meine Karte hat mir zig Bächlein ausgewiesen und normalerweise sind die Bächlein auf der Karte dann halt eben auch wirklich Bächlein
Und man kann sich an die Bächlein hinhocken und sich dann sein Wässerchen auffüllen und dann eben das Ganze filtern oder auch nicht filtern, wenn man sich zutraut, das so einzuschätzen, die Wasserqualität. Was, kann ich durchaus sagen, ist natürlich der Schwarzwald, besagtes Gebirge. Und da kann man erfahrungsgemäß oben wohlgemerkt das Wasser meistens trinken. Unten nicht so wegen Bergbaurückständen und so weiter. Da sollte man sich dann schon wieder, je nachdem wo man unterwegs ist, noch mal ein paar mehr Gedanken machen. Aber oben normalerweise Trinkwasser. Ja, so, egal. Jedenfalls alle diese Bächlein auf der Karte, die waren einfach nicht da, weil es so trocken war, dass die halt nicht existiert haben. Und das kannst du, wenn du nicht Einheimischer bist, genau aus dieser Region, genau dort wissend, wie viel hat es hier geregnet, wie viel hat es hier nicht geregnet, ist es hier besonders trocken oder ist es das nicht? Das kannst du kaum, du kannst das recherchieren, ja, weiß ich heute, würdest du vorher nicht machen und schon gar nicht, wenn du keinen Bezug dazu hast, würdest du das erst recht nicht machen, dann läufst du da in ein Trockenheitsgebiet, davor war es noch nasser. Und gerade in den Bergen kann einem das passieren, dass zwischen zwei Gipfeln einfach ein trockenes Tal liegt. Da auf der einen Seite vom Gipfel super nass, auf der anderen Seite vom Gipfel super nass, in der Mitte trocken. Du läufst die ganze Zeit durch nasses Gebiet, denkst dir nichts dabei, dass du viel Wasser mittragen musst, weil es ja überall nass gibt, ja jederzeit Wasser hast. Bist in den letzten 3 Kilometern an 37 Bächen vorbeigekommen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Läufst dann in das trockene Tal, nimmst da also kein Wasser mit rein und dann bist du da. Und jetzt sollst du in diesem trockenen Tal übernachten, weil du nicht mehr weiter kannst. Zum Beispiel, ne, bei mir war es kein Tal, sondern eine Höhe. Aber, und da gibt es ums Verrecken kein Wasser. Und was machst du jetzt? Jetzt hast du ein Problem. Ne? In der Vergangenheit, also einmal habe ich abgebrochen wegen so einer Kein-Wasser-Situation, weil eben kein Bachwasser hatte, der in der Karte eingezeichnet war. Ich bin zurück in die Zivilisation, hätte mir da eigentlich Wasser auffüllen können, war aber von der Gesamtsituation so frustriert und genervt, dass ich nach Hause gefahren bin. Ja? Das ist jetzt nicht heroisch, überhaupt nicht, aber ich kann es menschlich voll und ganz nachvollziehen, wenn man wirklich Angst kriegt, scheiße, ich habe hier nichts zu trinken und zu Menschen gehört, die viel trinken brauchen und das scheint bei Martin und Fritz auch der Fall gewesen zu sein, so habe ich das zumindest interpretiert, dann kriegst du ganz schnell Angst. Also zumindest geht es mir so. Ja, weil, wie Fritz und Martin völlig korrekt anmerken, ist das Wichtigste, was der Körper braucht im Survival-Szenario, insbesondere in dem sie sich da in Kanada befinden. Also weiter vorne auf der Liste steht ja noch Wärme. Du kannst erfrieren, bevor du verdurstest. Du kannst auch ersticken, bevor du verdurstest. Aber viel mehr, also mal abgesehen von Blutverlust und so ein Zeug, ne, kann dir eigentlich nicht passieren, bevor du verdurstest. Wasser zu haben ist also schon eine sehr, sehr, sehr hohe Priorität, in vielen Fällen die höchste Priorität. Und da ist dann auch wirklich kein Spaß mehr, wenn man zu spät realisiert, dass man überhaupt ein Wasserproblem bekommen könnte. Jetzt das Einzige, was ich den beiden ein Stück weit vorwerfen, in Anführungszeichen, mit ganz fetten Anführungszeichen, möchte, ist, dass sie tatsächlich bei der Aussetzung, ich habe es auf YouTube nochmal gesehen, sonst wüsste ich das gar nicht, schon realisieren, dass sie sich wundern, dass der Fluss, aus dem sie ihr Wasser holen, Fluss, Bach, fast schon Fluss, Süßwasserqualität hat. Ja, da sind sie ja überrascht, dass sie kein Salz rausschmecken. Und diese Vermutung, dass das doch eigentlich vielleicht salzig sein müsste, das Wasser, im besten Fall hätte ich auch nicht hingekriegt. Ja, das ist jetzt Gemecke auf ganz hohem Niveau. Einfach nur, wenn wir was draus lernen wollen, was bei denen passiert ist. Dann können wir jetzt sagen, okay, wenn man das schon realisiert, dass das wohl möglich eventuell mal kein Süßwasser mehr sein könnte, dann hätte man sich vielleicht frühzeitig eben noch um eine alternative Wasserquelle kümmern müssen. Aber das ist wirklich Gemecke auf allerhöchstem Niveau. Die mussten auch nebenbei noch ein Shelter bauen, dann waren da die Wölfe, dann war da der psychische Stress, dass das vom Organisatorischen alles nicht so gut gelaufen ist, wie wir ja inzwischen wissen, was den Fritz sehr genervt hat und den Martin offensichtlich auch, was ich verstehen kann. Und ja, also in der Gesamtstresssituation ist von daher fast schon, ja, es ist natürlich nicht echtes Survival, aber es ist schon eine sehr gute Simulation des Ganzen, weil halt eben auch nicht unter Vorfreude und yeah, super tolle, spaßige Sache, ich gehe da jetzt hin und habe da eine tolle Zeit, sondern unter, boah, ist das alles kacke und jetzt werde ich da auch noch ausgesetzt und jetzt müssen wir hier irgendwie klarkommen und so weiter und so weiter. Das ist realistisch. Ja, also wenn das wirklich eine Survival-Situation wäre, dann freust du dich darüber nicht. Ja, grundsätzlich nicht. Da müsstest du schon einen sehr großen Dachschaden haben, wenn du dich über eine echte Survival-Situation wirklich freuen würdest. Ja, und
unter dieser Maßgabe, wirklich, ist es, kann ich es absolut verstehen. Und ich hätte es auch nicht hinbekommen, dass dieser, wir müssen Wasser sichern für den Fall, dass das doch mal irgendwann versalzen sein sollte, dass das nicht stattgefunden hat. Verstehe ich voll und ganz. So, ja, und dann war das Wasser versalzen, wie wir wissen. Das ist durchaus kein Wunder. Das ist ein sehr flaches Wässerchen. Man sieht, wie Fritz völlig zu Recht feststellt, Spuren von Flut entlang des Ufers, die deutlich höher liegen als der Wasserstand. Das heißt, es wird deutlich von Salzwasser überspült, zumindest hin und wieder mal. Und sowas muss wohl über Nacht stattgefunden haben. Da haben wir ja keine Aufnahmen dazu gefunden. Und dann war das Wasser leicht salzig. So, was man jetzt wissen kann, was ich aber auch nicht wusste und tatsächlich keine Ahnung hätte, wo ich das jetzt genau nachlesen müsste. Dankenswerterweise hat das der gute Joe Vogel, herzliche Grüße an dieser Stelle, mal getan und uns da diesbezüglich ein paar Werte geliefert, wie viel Osmolarität beziehungsweise wie viel Salz im Wasser auf gut Deutsch man denn so vom Körper her ganz gut vertragen kann. Und scheinbar wäre das Wasser wahrscheinlich schon noch trinkbar gewesen. Netter Richtwert, Ostsee. Also Deutschland, ne? Ostsee-Deutschland-Niveau ist wohl so, dass man davon durchaus auch ein paar Schluck noch trinken kann, so gerade so noch, dass man also mehr Wasser zu sich nimmt, als man quasi austrocknet wegen Salzgehalt. Ja? Bedeutet also so ein kaum wahrnehmbarer Salzgehalt, dass Fritz ihn schon gar nicht mehr sicher geschmeckt hat, Martin aber schon, der da scheinbar sensibler für ist. Das wäre, wie wir jetzt wissen, rückwirkend, hätte ich auch nicht gewusst an der Stelle, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich nicht gewusst. Ich hätte auch gedacht, kleinste Menge Salz im Wasser ist schon nicht mehr trinkbar oder hätte es zumindest nicht riskieren wollen. Und ja, aber tatsächlich wäre ein leichter Salzgehalt im Wasser wohl wirklich noch in Ordnung. Ist auch kein Wunder, es gibt auch inländisch durchaus Wässerchen, die eben halt durch salzreichere Gesteine, natriumreichere Gesteine oder ähnliches durchfließen, die dann durchaus auch einen hohen Mineraliengehalt haben. Da ist auch ein gewisser Anteil von Kochsalz mit drin. Und übrigens andere Mineralien, nicht nur Koch, Natriumchlorid, ja, auch andere Mineralien in großer Konzentration können dem Körper durchaus auch Wasser entziehen. Also wer krasses Mineralwasser säuft, sollte dabei beachten, dass das krasse Mineralwasser jetzt auch nicht völlig übertrieben krass an Mineralien angereichert ist. Meine Oma hat immer so ein Heilwasser gesoffen, die hat grundsätzlich viel zu wenig getrunken. Eigentlich ist dieses Heilwasser nicht für große Mengen gedacht, dass man davon viel am Tag trinkt, sondern man soll noch irgendwas anderes dazu trinken. Aber das war das einzige Wasser, was man bei Oma kriegen konnte, wenn man bei Oma zu Besuch war. Und mir hat das immer relativ mies geschmeckt. Ich musste halt irgendwas trinken, weil man hatte halt doch mal Durst. Und habe halt so ein kleines Gläschen von dem Heilwasser gesoffen und das hat total mineralisch und leicht salzig geschmeckt, weil, wie ich dann später, als ich das beurteilen konnte, rausgefunden habe, da tatsächlich eben einfach ein sehr hoher Salzgehalt schlicht und ergreifend, Natriumchlorid, aber auch viele andere Mineralien drin gewesen sind, weshalb man davon eben auch nicht so viel saufen soll von diesem Heilwasser. Davon abgesehen, das war Anfang der 90er, da herrschten auch noch andere Meinungen zu Heilwasser, als das heute der Fall ist. Andererseits, ja, ich weiß nicht, ist die Esoterik damals schlimmer gewesen als heute oder eher weniger schlimm? Das kann man sich wirklich ernsthaft mal fragen. Na egal, wie dem auch sei, ich hätte es nicht gewusst. Ich kann es also auch niemandem vorwerfen, da in dieser Hinsicht sicherheitshalber lieber vorsichtig zu sein. Im Zweifel ist Vorsicht sowieso immer besser als Nachsicht. Und wenn es dann um die Gefährdung der eigenen Gesundheit geht, dann sollte auch so ein Unterhaltungsformat wie Seven vs. Wild, das mir im Übrigen, also nochmal an der Stelle vielleicht der Hinweis, mir gefällt die Staffel gut. Ja, und mir fehlen Fritz und Martin tatsächlich. Aber ich kann den Grund des Ausscheidens nachvollziehen, wer das an dieser Stelle noch nicht begriffen hat. Das wäre es nicht wert gewesen. Wäre es wirklich nicht wert gewesen, das zu riskieren, um da unbedingt drin zu bleiben. Von daher, gut. So, wo hätten sie jetzt Alternativwasser herkriegen können? Meiner Meinung nach, soweit ich das beurteilen kann. Inzwischen ist sich das Internet ziemlich einig, dass sie nur den Fluss hätten weiter hochlaufen müssen. Irgendwann wäre Süßwasser gekommen, das ist richtig. Ja, warum sie das konkret nicht gemacht haben, ich vermute, ohne jetzt ein Statement vom Fritz dazu bisher gesehen zu haben. Ich weiß nicht, ob es noch keins gibt oder ob ich es nur einfach noch nicht oder ob er noch keins gemacht hat, weil ich glaube, die Folge ist noch nicht online auf YouTube und erst ab da kommentiert er ja das, was da so passiert ist.
Aber ohne ein Statement von Fritz gesehen zu haben, was da prinzipiell schon noch interessant wäre, würde ich vermuten, dass ein ewig weit den Fluss hochlaufen aus zwei Gründen schlicht und ergreifend nicht mehr regelkonform gewesen wäre, weil man sich ja nicht ewig weit von seinem Spot entfernen darf. Das ist bei dieser Staffel leider gar nicht thematisiert worden. Das ist auch ein bisschen schade, was da die genau konkreten Regeln sind, wie weit man denn von seinem Spot weglaufen darf oder nicht. Aber zumindest im Fall von Fritz und Martin, sagt zumindest Fritz, sind sie darauf hingewiesen worden, dass sie dem Strand nur bis so und so weit folgen dürfen, weil sonst sind sie da aus Versehen gleich im Dorf. Das wohl nicht ein richtiges Dorf ist, aber halt dann doch eben mit Gebäuden ausgestattet und so weiter und so fort. Ja? Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb sie da nicht ewig weit in der Gegend rumlaufen wollten, weil sie das immer im Hintergrund hatten, dass es ja nicht sein kann, dass sie jetzt aus Versehen zurück in die Zivilisation laufen. Von daher ist übrigens Kritik an dem Orga-Team für die Spotwahl, dass der Spot scheiße, der sogenannte Spot, der Aussetzungspunkt, ich sage ja auch schon Spot, das nervt mich eigentlich immer, egal. Ja, dass der schlecht gewählt gewesen ist, das ist vollkommen richtig, weil sie die einzigen sind, die keine sichere Wasserquelle haben. Das ist schon also enorm viel schwieriger als jeder andere Aussetzungspunkt, wo es überall eine sichere und verlässliche Wasserversorgung gibt. Dass also diejenigen, die das ausgekundschaftet haben, wo die da ausgesetzt werden sollen, die ja teilweise auch Sicherheitsexperten oder was auch immer was für Leute gewesen sind, die haben an dem Punkt zumindest keinen besonders guten Job gemacht. Ja? Weil das hätte man erahnen können, gerade wenn man eben in Hinsicht wenn du dafür bezahlt wirst, diese Spots, und die werden dafür bezahlt worden sein, auszuwählen, und das dein Job ist, dann ist in dem Punkt wirklich die Arbeit wirklich nicht sehr gut gemacht worden. Ja? Und das ist berechtigte Kritik und da können auch Fritz und Mahi nichts dafür. Weil sie hatten wirklich, was die Wassersituation angeht, ist das der schwierigste Stelle gewesen von allen. Alle anderen haben sichere Wasservorkommen, noch und nöcher. Ne? Aber da gibt es halt wirklich nur diesen einen Fluss. Es sei denn, es gibt noch irgendwelche anderen kleine Quellen, die zwar nicht gefunden haben, das wissen wir nicht. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht der Fall wäre. So. Ja, wie gesagt, also sie hätten den Fluss theoretisch weiter hochlaufen können, irgendwann wäre Süßwasser gekommen, das ist so, aber erstens, der Martin konnte nicht ewig weit laufen, aus nachvollziehbaren Gründen, wenn man der Rücken scheiße ist, ist der Rücken scheiße und das ist auch wirklich nicht mit zu spaßen und ich möchte mich auch nicht dem Vorwurf, den es teilweise gibt, anschließen, ich bin jetzt kein großer Fan von Survival Martin, wirklich nicht, aber wenn die Gesundheit halt scheiße ist, dann willst du auch nicht realisieren, dass die Gesundheit scheiße ist. Und jetzt habe ich keine Ahnung, was im Kopf von Mannin vorgeht, aber dass er von vornherein nicht schon gesagt hat, oh nein, mein Rücken ist zu kaputt, ich mache da gar nicht mit. Und er hat ja in seinem Ankündigungsvideo, dass er dabei ist, auch schon den Rücken erwähnt. Ja, also Bedenken hatte er. Dass er trotzdem zugesagt hat, kann ich verstehen, weil man möchte sich selbst ja auch nicht eingestehen, dass man mit, wie alt ist Martin, 40, 41, irgend sowas um den Dreh, dass man in dem Alter schon massive Rückenprobleme hat, die einen wirklich mobilitätsmäßig einschränken. Das ist scheiße, ja. Da habe ich vollstes Mitgefühl, absolut, absolut. Das wünscht man niemandem, absolut nicht. Okay, vielleicht Anders Breivik oder so jemanden, ja, dem vielleicht schon, mit ziemlicher Sicherheit, aber sonst niemanden. Ja, und vielleicht noch von mir aus Kim Jong-un und ja, aber, und noch ein paar anderen Leuten, aber jedenfalls niemanden, der nicht ausgewiesen böse ist. So, und ja, von daher, vielleicht hing es damit zusammen, weil die ganze Strecke musste ja auch noch zurückgelaufen werden. Andererseits, wie Fritz im Video ja sagt, ja, wenn wir jetzt zurückgehen, ändert sich nichts, dann haben wir ja immer noch kein Wasser. Und was da intern zwischen den beiden abgelaufen ist, das werden uns die beiden vielleicht dann nochmal irgendwann erzählen. Möglicherweise könnte da tatsächlich, wie der Fritz in irgendeinem Instagram-Post oder wo auch immer Post angemerkt hat, irgendwelche Sachen unterschlagen worden sein, Informationen fehlen, die er persönlich noch gerne drin gehabt hätte und für wichtig erachtet. Und das glaube ich ihm auch sehr gerne, dass da tatsächlich noch so ein paar Infos diesbezüglich fehlen, warum die da nicht weitergegangen sind. So, ne? Aber ja, theoretisch hätte man da weitergehen so können. Gesagt, warum sie es nicht gemacht haben, wissen wir nicht. So, dann die Sache mit dem Moor. Die sind ja dann in ein Moor, sehr schönes Moor übrigens, herzlichen Dank für die Moorbilder, reingelatscht und haben da festgestellt, da gibt es Moorwasser. Moorwasser, konzentriertes Moorwasser, weil da waren sie ja schon aus dem Spülraum, Saum der Gezeiten, ja, wo also ständig die Gischt für das nasse Klima, was speziell bei Fritz und Martin geherrscht hat und an den anderen Spots weniger zumindest,
Ich meine, bei Trimax und Rumatra gibt es das auch. Aber sonst bei kaum jemand so ausgeprägt. Ja? Und jedenfalls, wenn man aus diesem Gischtbereich raus ist, ist es da ja genauso trocken wie überall sonst auch auf der Insel. Allein, dass Platte und Reese im Moor hocken können und das für eine gute Idee für ihr Lagerplatz erachtet haben, zeigt ja, wie ausgetrocknet dieses Moor sein muss. Und das dürfte auch für das im Hinterland, also Hinterland in Anführungszeichen, abseits des unmittelbaren Küstenstreifens liegende Moor bei Fritz und Martin der Fall sein, dass da wirklich für ein Moor enorme Feuchtigkeitsnot sozusagen geherrscht hat. Man kann nämlich in diesem Moor wunderbar die Bulten und Schlenken sehen. Die laufen da durch eine Landschaft, wo so kleine Grashügelchen sind mit so ein paar Halmen obendrauf. Und dazwischen relativ flacher Boden. Das liegt daran, das nennt man Bulten-Schlenken-Landschaft, ist ein typisches Charakteristikum von hochmoorartigen Mooren. Es wird sich also auch hier um ein hochmoorartiges Moor handeln, dass eben die Gräser in diesen Bulten in solchen Strunken nach oben wachsen, um aus dem ständigen Wasserstand, der im Großteil des Jahres sind die Schlenken, also die Bereiche um die Bulten drumherum, diese Wasserkanäle sozusagen, die sind eben wasserführend. Ja? Und dass da überhaupt kein Wasser drin ist und die da trockenen Fußes durch die Schlenken sozusagen latschen können, beweist, dass das Moor extrem ausgetrocknet ist. Seltenst extrem ausgetrocknet. Dass die Schlenken trocken fallen, passiert in Mooren wirklich nur unter ausgesprochen trockenen Bedingungen. Moore können ja gar nicht sich bilden, wenn nicht ganzjährig normalerweise ein feuchtes Klima herrschen würde. Ja, das ist essentiell für Moore und wir befinden uns hier im pazifischen Regenwald. Regenwald, ja, kühlgemäßigten Regenwald. Das ist normalerweise eine wirklich super feuchte Landschaft, die extrem trocken ist. Jetzt herrscht auch noch keine Waldbrandgefahr. Das hat Fritz auch mal irgendwo angemerkt, dass auf der Insel alles feucht genug war, dass da keine Waldbrandgefahr herrschte. Also mindestens im Küstenbereich, wo er und Manning gesessen sind, trifft das vollkommen zu. Aufs unmittelbare Hinterland dahinter, jetzt zum Beispiel in diesem Moor, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, aber da hätten sie auch kein Feuer machen wollen, sondern nur bei sich vorne. Und da war mit Sicherheit alles nass, das glaube ich ihm voll und ganz. Ist also eine korrekte Einschätzung, zumindest aus dem Teil der Insel, den er halt gesehen hat. Ja, völlig richtig. Kommt man immer drauf an, generell, wenn eine nationale Waldbrandgefahr, egal in welchem Land der Erde ausgerufen wird, und das ist ein großes Land und Kanada ist verdammt nochmal ein echt großes Land, dann muss man da schon nochmal differenzieren, welchen Teil des Landes man denn jetzt konkreterweise meint mit der Waldbrandgefahr. Ne? Aber zurück zu diesem Moor, dass sie da überhaupt noch Wasser gefunden haben, als ich gesehen habe, dass die Schlenken ausgetrocknet sind, habe ich zuerst gedacht, puh, das könnte schwierig werden. Dass sie noch welches gefunden haben, ist also schon fast schon Glück und können, selbstverständlich. Und dass dieses Wasser dann hochkonzentrierte Huminstoffe und Gerbsäuren enthält, ja, das ist Tatsache. Ne? Das dürfte also in etwa die Farbe, aber nicht den Geschmack von meinem Lieblingsgetränk haben, Cola, und in etwa den pH-Wert desselbigen. Aber halt eben wirklich super säuerlich schmecken. Diese Pflanzensäuren, diese Huminstoffsäuren, die können uns eigentlich nichts anhaben. Man kann so ein Wasser trinken, es schmeckt abscheulich. Ich musste einmal Moorwasser saufen, da war ich gerade im Rogengebiet in Schweden unterwegs, auf dem südlichen Kungsleden, und bin da halt in so einer Moorlandschaft gelandet, eine große Moor und Felsen, toll, wunderschön, wirklich, kann ich sehr empfehlen, aber blöderweise gab es da halt nur Moorwasser zu saufen und das war schon ziemlich bäh. Hab an dem Tag sehr wenig getrunken und war froh, dass ich wieder am nächsten Tag in die Berge hoch bin und da frische Bergquellwässerchen finden konnte. Ja, also das schmeckt wirklich überhaupt nicht. Und das war kein konzentriertes Moorwasser, was ich da gesoffen habe. Was die beiden hassen, wäre konzentriertes Moorwasser gewesen. Ich kann mir also nur ungefähr vorstellen, wie widerlich das schmeckt. Man kann das trinken, ja, in großer Menge wird man wahrscheinlich nicht runterkriegen. Und wenn man das nicht detailliert weiß, dann muss man ganz viel über Wasser gelernt haben. Das kann ich wirklich niemandem vorwerfen, der nicht hauptberuflich als Survival-Dude ist. Nur. Hauptberuflicher Survival-Dude, nicht nebenbei noch was weiß ich, was irgendwas anderes macht, zum Beispiel Geschäftsmann ist oder er ist sehr erfolgreicher im Übrigen, ja, muss man ja auch mal durchaus lobend anerkennen. Und ja, das ist in Ordnung. Das wär wirklich jetzt völlig abartig, das denen jetzt vorwerfen zu wollen. Also finde ich, ja, also als Vorwurf formuliert. Klar, kann man wissen, ja, muss man wissen, so weit würde ich auf keinen Fall gehen wollen. Ne?
bei aller Liebe zur Kritik. Es gibt Dinge, die musst du draußen wissen. Ja? Unbekannte Pilze frisst man nicht. Feuer machen ist unter bestimmten Situationen, zumindest unter gewissen Bedingungen, nicht möglich. Ja? Eine Ente auf 50 Meter verfehlen ist peinlich. Solche Sachen. Ja? Das muss man draußen wissen. Es gibt aber auch eben Wissen, das ist wirklich optional und demjenigen vorbehalten, der sich da ganz, ganz intensiv mit auseinandersetzt. Und dass ich jetzt weiß, wie es mit Moorwasser ausschaut, liegt daran, dass mein Vater sein Leben lang Moorforscher gewesen ist und ich da einiges jetzt an Moorwissen insgesamt mir abgegriffen habe und auch viele Bücher zu dem Thema verschlungen habe und mich mit Mooren wirklich vergleichsweise gut auskenne. Ich bin jetzt kein Moorforscher, aber ich habe mich wirklich viel damit auseinandergesetzt. Ja? Also von daher, ja, aber das kann man jetzt wirklich nicht voraussetzen. Daher alles gut, ja. Und das Wasser wäre absolut widerlich gewesen. Und davon muss man ja auch dazu sagen, der Körper, die Warnsignale des Geschmacks, Geschmack ist ja evolutionär dafür da, dass wir energiereiche und gute Nahrung von schlechter Nahrung oder gar von, oh Gott, bloß keiner Nahrung unterscheiden können. Geschmack hat evolutionär ja eine Funktion. Ja, unsere Geschmacksnerven waren nicht dafür da, die perfekte Küche auszuwählen, sondern wirklich uns davor zu warnen, das kannst du essen, das kannst du nicht essen. Das ist im Laufe der Jahrtausende natürlich etwas in Vergangenheit, Verlorenheit gegangen. Und inzwischen essen wir aus Langeweile Sachen, die im Grunde Bitterstoffe enthalten, die ursprünglich als Warnsignal gedacht waren, dass man das nicht essen soll oder trinken solche Getränke, beispielsweise Kaffee. Ja, eigentlich sollte Kaffee, ich meine, ja, der schmeckt vielen Leuten, aber evolutionär gesehen ist dieses Bittere im Kaffee eigentlich ein Signal, nein, das ist eigentlich nicht zu konsumieren da. Aber ja, nur am Rande angemerkt. Da kann man das so ein bisschen die Geschmacksnerven etwas ad absurdum führen. Aber grundsätzlich gilt, wenn du in einem Survival-Szenario bist und du musst unbedingt irgendwas konsumieren. Und für mich persönlich, zumindest so wie ich das verstehe, da kann man auch gerne anderer Meinung sein, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber die geschmackliche Wahrnehmung, dass ein Wasser furchtbar schmeckt, würde ich schon akzeptieren, dass mein Körper mir damit sagen möchte, dass ich dieses Wasser jetzt vielleicht nicht trinken sollte. Ja? Und somit haben die beiden also an dem Punkt, finde ich, alles richtig gemacht und kann das voll und ganz nachvollziehen. So, und jetzt können wir überlegen. Wie wären sie jetzt, wenn diese beiden Wasserquellen, das Moor haben sie nichts gefunden, ewig lang rumlaufen und Wasser suchen, wäre ja auch nicht in Frage gekommen, weil dafür brauchst du ja noch mehr Wasser, da wirst du ja immer durstiger, ist ja auch Quatsch. Ja, du müsstest also schon, wenn, in einem echten Survival-Szenario, und das sagen sie ja auch, dann einen genauen Plan machen, wo du jetzt gezielt hinläufst, wo du sicher Wasser findest. So, und warum machen sie das nicht? Ja, weil es gegen die Regeln verstoßen würde, wenn die jetzt einfach am Strand entlang latschen, bis halt Wasser kommt. Ja, das wäre durchaus in so einer Insel, auf so einer Insel die beste Idee. Die ist ja in der Mitte höher als am Rand. Dementsprechend läufst du am Rand entlang, bis irgendwo halt Wasser von der Mitte Richtung Meer fließt. Das ist ja bei allen anderen Spots auch der Fall. Und dann hätten sie da schon irgendwann Wasser gefunden. Wären sie rechts rumgelaufen, also im Uhrzeigersinn, wären sie auch nicht direkt ins Dorf. Und das hätten sie theoretisch schon machen können. Aber sie haben ja keine Ahnung, ob da gleich direkt der nächste Teilnehmer sitzt. Und es ist schlicht gegen die Regeln. Dass man sich in so einem Format an die Regeln hält, halte ich für ausgesprochen wichtig und ehrlich und richtig. Ja, da ist nicht das Geringste dran auszusetzen. Und wenn man dann, weil man nur mit dem Regelbruch jetzt an Wasser kommen würde, beschließt, stattdessen dann lieber aufzugeben, hat das meine vollste Unterstützung. Ja, das ist dann halt konsequentes Handeln, finde ich. So. Das Internet weist jetzt auch noch darauf hin, dass man ja am Strand hätte ein Loch buddeln können, weil durch den Sand, das hatte ich bei Staffel 2 genau ausgesprochen, deswegen jetzt nur ganz kurz, durch den Sand wird das Salzwasser so weit gefiltert, dass in dieses Loch, was man weiter hinten am Strand gebuddelt hat, bis unter den Grundwasserspiegel, ja, da sickert dann durch den Sand hindurch Salzwasser rein, ist aber durch den Sand gefiltert und enthält kaum noch Salz und das kann man dann trinken. Das setzt aber voraus, dass du einen Strand hast, an dem du auch ein Loch graben kannst. Und das setzt voraus, dass du vielleicht sogar weißt, und das würde ich bei Fritz und Martin sogar annehmen, dass so ein Loch graben
nicht in 5 Minuten erledigt ist, sondern dass das Kraft und Energie und Wasser verbraucht, bis dieses Loch mal gebuddelt ist. So, und bis du dann in diesem Loch wirklich mal Frischwasser findest, das auch so weit klar ist, dass du das entweder filtern oder trinken kannst, die Dreckbrühe, die da als allererstes reinsickerst, das filterst du einmal durch den Filter, danach ist der Filter verstopft, zumindest den Filter, den sie dabei hatten. Das ist ein guter Filter, nichts gegen einzuwenden, aber der hat halt trotzdem seine Limitierungen wie alles auf der Welt, ne? Und das wäre schlicht und ergreifend in der Zeit, hätte ich nicht gemacht, hätte ich nicht versucht. Noch mehr Wasser verbrauchen und dann noch ewig lange vor sich hin verdursten, bis da Wasser verfügbar ist, selbst wenn sie es geschafft hätten, an ihrem Strand so ein Loch zu buddeln, ne? Weil so feines Material, dass man da einfach so bester Sandstrand, Sandburg-Bauniveau, ist das ja auch nicht gewesen. Und das ist dann schon nicht so einfach, da so tief zu buddeln. Davon abgesehen, wenn der Strand eher aus groben Körnern besteht, ist auch die Filterwirkung, das Salz da rauszufiltern und das Wasser, was ins Loch fließt, ist dann salzfrei, die ist dann auch gar nicht mehr gegeben. Dafür muss es feiner Sand sein, sonst ist die Porengröße des Sandfilters sozusagen einfach zu groß und das Salz kommt da mit durch. Ist von daher also tatsächlich in der Situation meiner Meinung nach keine Option gewesen. Sie haben ja gemeint, sie haben alle Optionen durchgesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Idee gewesen ist, weil das haben die garantiert schon mal gehört, dass das geht. Ja, und werden dann wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, zu diesem Ergebnis gekommen sein, dass das eben in ihrem Fall ihnen nicht weiterhilft. So, dann kann man ein Loch graben, einen Topf in die Mitte setzen, eine Plastikfolie drüber spannen. Das hätten sie ja gehabt. Einen Topf hatten sie allerdings nicht. Da hätten sie die Flasche nehmen können. So, und dann legst du einen Stein in die Mitte der Plastikfolie und aus dem Boden kondensiert, das haben wir auch bei Staffel 2 mal kurz besprochen, verdampft Wasser langsam, verdunstet, kondensiert an der Folie, läuft in die Mitte der Folie, die hängt ja unten nach unten durch, weil da ein Stein drin sitzt, im Prinzip so umgekehrt, also von die Außenseite von meinem Tarp, wenn die jetzt nach innen zeigen würde, in das Loch, dann würde es ja, wenn der Wasserdampf an meinem Tarp, also an der Außenseite, stellt euch das einfach alles umgedreht vor, kondensiert, dann läuft er in der Mitte, tropft an dem Punkt ab, ja, und fällt in die Flasche. Und dann hätte man da nach und nach ein bisschen einen Schluck zu trinken. Aber die Kapazitäten dieser Methode sind halt wirklich so, dass du da 100, 200, 300, 400 Milliliter pro Loch und je nachdem, wie viel Plane du hast, pro halben Tag oder pro Tag bekommst. Von mir aus auch ein bisschen mehr. Aber das reicht hinten und vorne nicht, wenn beide, sowohl Fritz als Madin, Leute sind, die gerne viel trinken und hier auch nicht eben ihre Gesundheit gefährden wollen, indem sie sehr, 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 sehr wenig trinken. Das hätte also wirklich nicht gereicht. Sie hätten nicht die Kapazitäten, diese ganzen Löcher anzulegen. Sie hätten auf die Schnelle nicht die Gefäße, diese ganzen Löcher zu bestücken. Das geht nicht. Moos auswringen. Am Uferbereich vielleicht, an der Küste direkt, möglicherweise weiter hinten im Land. Fritz hat es ja auch versucht, oder hat es Martin versucht, ich weiß nicht mehr welcher von beiden. Das ist auch durchaus eine valide Möglichkeit, hat aber auch nicht funktioniert. Ja? Höchstens eben in diesem Küstennebel, der dann wieder leicht salzig gewesen wäre. Und wenn wir davon ausgehen, dass die beiden auf dem Kenntnisstand sind, dass sie jede Form von Salzwasser leiden müssen, ist das wieder konsequentes und konsistentes Handeln, dass man nachvollziehen kann, dass dann eben diese Option auch nicht mehr bleibt. So, und alle weiteren Methoden, an Wasser zu kommen, sind von der Menge, die man daraus kriegt, so gering, beziehungsweise, ja, dass man sie wirklich schon fast als irrelevant bezeichnen könnte. Das Einzige, was ich mir noch vielleicht vorstellen könnte, wäre, sich einzelne Kleidungsstücke, die man übrig hat, zum Beispiel um die Beine zu wickeln, um die Arme zu wickeln und durch feuchte Vegetation zu laufen, die ist ja mannshoch, deswegen da kann man sich auch um die Arme sowas wickeln, das saugt sich voll, damit gehst du dann zurück zu deiner Flasche, wringst die jeweiligen Kleidungsstücke aus. Man könnte zum Beispiel sagen, einer zieht sich aus, opfert seine Kleidung zu dem Zweck, legt sich in den Schlafsack und der andere nutzt die Kleidung des anderen, um die quasi nass zu machen und das dann auszuwringen in die Flasche. Widerlich! Und wenn es um Leben oder Tod geht, vielleicht eine Option, hätte ich aber an der Stelle auch nicht gemacht. Ja. Also wieder ein Punkt, wo ich sagen kann, ich hätte auch aufgegeben. Ich hätte absolut
auch aufgegeben an der Stelle, ja? So realistisch man das nur einschätzen kann. Ich wäre wahrscheinlich bis dahin gar nicht gekommen, weil ich Hunger gekriegt hätte und mir gedacht hätte, es gibt Pizza auf diesem Planeten, was mache ich hier? Ja, nochmal, ja, ich erwähne es immer wieder, jetzt seit 3 Jahren inzwischen, ich habe kein Interesse bei Seven vs. Wild teilzunehmen, weil ich nicht hungern kann. Diese Hunger Games, die sie da quasi immer machen, das kann ich nicht, das kriege ich nicht auf die Reihe. Ich habe da großen Respekt davor, vor dieser Fähigkeit, freiwillig nichts zu fressen, aber ich esse so gerne. Nein, das sehe ich nicht ein. Das würde ich mir nicht antun wollen. Alles andere ist übertrieben. Alles andere würde ich mir zutrauen. Ja? Wäre teilweise ein Problem. Ich würde auch nur eine sehr rudimentäre Shelter zusammenbasteln. So das Niveau von Trimax und Rumatra würde ich, glaube ich, auch hinbekommen. Ja? Aber auch nichts darüber hinaus. Das langt ja aber auch. Ne? Das ist völlig ausreichend, was die da zusammenbauen. Insbesondere, wenn du halt die Möglichkeit hast, ein schönes Dynamata mitzunehmen, dann hast du da wirklich schöne Voraussetzungen, um deine vernünftige Hütte hinzukriegen. Ja, ich glaube, auf dem Niveau sehe ich mich auch ungefähr, was den Shelterbau angeht. Ja, ich bin ja kein guter Handwerker, möchte ich nochmal betonen an der Stelle. Gut, jetzt haben wir ganz lange über Fritz und Martin geredet. Fazit, ich sehe keine Option, wie die, ohne die Regeln zu brechen, wohlgemerkt, da noch hätten irgendwie weiter bleiben können. Ne? Wer das anders sieht, darf das selbstverständlich sehr gerne. Wer mag, darf die beiden auch doof finden. Das ist mir persönlich relativ lang wie breit. Aber ich kann das an der Stelle wirklich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Auch persönlich, weil ich eben auch schon Abbruch wegen Wassermangel hinter mir habe. Und das Gefühl, wenn man realisiert, dass man Wassermangel hat und jetzt echt in Gefahr ist und einem jetzt, je nach persönlicher Veranlagung, ich würde keine 2 Tage komplett ohne Wasser, oder 3 Tage heißt es ja, komplett ohne Wasser aushalten. Da wäre ich schon vorher völlig im Delirium, dann könnte ich mich in die Tonne kloppen. Apropos, Prost. Ne? Ja, zu den Naturensöhnen. Die sind ja als zweites rausgeflogen. Warum? Ja, wegen gesundheitlicher Probleme. Muss man sich dafür schämen? Keine Sekunde. Und gibt es da irgendwas Nennenswertes zu sagen? Im Grunde eigentlich nicht. Ja. Das kann immer mal passieren. Und dann ist es voll und ganz die richtige Entscheidung, hundertprozentig, dass man dann sagt, bevor ich mich jetzt hier gefährde, irgendwelche bleibenden Schäden davon zu tragen, nach Hause zu gehen. Ich kann also an dem Punkt im Grunde wirklich nur sagen, herzlichen Dank, dass, falls ihr das seht, irgendwann, ne, dass ihr da dabei wart. Hat mir persönlich großen Spaß gemacht, war immer wieder, ich habe das auch in vorhergehenden Teilen, die ihr wahrscheinlich sowieso nicht alle gesehen habt, aber solltet ihr das jetzt zufällig sehen. Ne, ich habe immer mal wieder gesagt, dass ich es sehr erfrischend finde, wenn einer von euch zwei zwischendurch mal so Erkenntnisse hat, wie, ja, das ist so und so, das kennen wir schon. Einfach, dass da ein Team dabei ist, das Erfahrung hat, das nicht, oh, was ist das, das kann ich jetzt nicht zuordnen, sagen muss, sondern ja, das ist das und das, kenne mal, ist normal. Das war so erfrischend und einfach beruhigend, dass ich das sehr genossen habe und ja, ein Stück weit natürlich schade, dass ihr dann schon weg wart, aber 100% nachvollziehbar, absolut nichts, das Geringste dran auszusetzen, man ist ein Arsch, wenn man sich da jetzt in irgendeiner Form hinstellt und meint, ah, da hätte man noch einen Tag aushalten können oder irgendwie sowas, völliger Mumpitz, nö, alles richtig, nichts auszusetzen. Kann ich an der Stelle mich ausnahmsweise wirklich mal kurz fassen. Fand ich schön, wirklich toll, dass ihr dabei gewesen seid, beziehungsweise für alle anderen toll, dass die Naturensöhne dabei gewesen sind. Fand ich eine schöne Ergänzung, das Shelter ist toll. Toll, dass man auch mal gesehen hat, was man da so alles bauen kann und tatsächlich ist ja nach und nach auch das Shelter von, also nicht, dass ich jetzt das Naturensöhne-Shelter deswegen schlechter finde, aber nach und nach haben ja sogar Knossi und Sascha es hingekriegt, da relativ ein gutes Shelter zu bauen und da reden wir nochmal separat eben drüber, dass da doch, nachdem sie fertig sind mit Rumschreien oder zumindest weniger Rumschreien und weniger da doch erstaunlich viel Zeug dabei ist,
was gar nicht so schlecht ist. Ja, aber nochmal, ne, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen bei Gerrit und Andi. Ein guter Punkt finde ich, was man bei den beiden auch schön sehen konnte und was man aus Kombination von Behind the Scenes und eben dem eigentlichen Zeug und so ein bisschen was eben Gerrit und Andi gesagt haben, möchte ich noch einen Punkt jetzt ansprechen, so ein bisschen out of context. Der See war tot. Ja? Da waren keine Fische drin. Im Behind the Scenes heißt es aber, ja, da hinten ist ein See, da können sie Fische fangen. Ja, da sind aber keine Fische. Und da muss man sich jetzt schon fragen, und in diesem Fall wieder blame the Orga, hat denn irgendeiner dieser Sicherheitsexperten mal die Idee gehabt, mal kurz zu gucken, ob in diesem See oder generell in irgendeinem See, der da hinter den Kandidaten ist, überhaupt irgendwas Fischiges drin ist? Ich bin jetzt überhaupt kein Gewässerexperte und habe keine Ahnung vom Fischen, aber es gibt durchaus Gewässer, da ist einfach kein Fisch drin. Ne? Weil diese Seen, die sind ja tendenziell, da kommt ja nicht mehr viel oben hinterher. Ne? Das sind also weitgehend regenwassergespeiste Seen mit guter Wasserqualität im Sinne von, da ist Sauerstoff drin, da kommt Licht ins Wasser, da können deswegen Seerosen leben. Das heißt aber noch lange nicht, dass da dann auch viel zu fressen für Fisch da sein muss. Ne? Kann sein, ich bin aber wie gesagt überhaupt kein Experte für Wasser. Es beschäftigt mich einfach nur so ein bisschen, weshalb man automatisch davon ausgeht, dass in diesen Seen da nennenswert was zu fangen sein soll. Vermutlich liegt es daran, dass das die Indigenen wohl irgendwie ein bisschen angemerkt haben, dass in den Seen da wohl gefischt werden kann. Oder irgendjemand scheint das den Kandidaten erzählt zu haben. Das haben mir auch noch ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, nachdem ich mich ja in den ersten Folgen so gewundert habe, dass Platte und Ruiz schnurstracks sofort den Strand verlassen, um sinnlos ins Inland zu rennen, um unbedingt einen See zu suchen, den sie dann später finden, feststellen, ja, wir haben einen See gefunden, dann realisieren, dass sie damit gar nichts anfangen können, um dann wieder zurückzulaufen, sozusagen. Ja? Also dieses, der See ist der heilige Gral, den man finden muss, und da kriegt man dann Chicken Dinners oder was auch immer ausgegeben, diese Mentalität, das verstehe ich nicht ganz, wo das herkommt. Ne? Und das sieht man eben bei Gerrit und Andi dann schön, dass der See, abgesehen zum einer Runde schwimmen gehen, nutzlos ist. Ja? Da ist nichts drin. Also ich sehe auch wirklich nicht, wie man da bitte Fische fangen. Aber nochmal, ich habe da keine Ahnung vom Thema. Das ist also jetzt wirklich ein unqualifizierter Kommentar, den lasse ich an der Stelle aber jetzt trotzdem mal drin. Einfach damit ich zu Gerrit und Andi nochmal irgendwas gesagt habe aus dem Kontext. Schimpfen geht nicht. Was hätte man besser machen können? Geht nicht an der Stelle, alles richtig gemacht. Wenn die Gesundheit nicht mitspielt, das ist einfach so. Das ist dann, das muss man halt akzeptieren und das Beste draus machen. Und genau das ist passiert. Also, super. Ja. Gut, und damit sind wir dann beim letzten Team, das ausgeschieden ist, auch wenn der Kelly dann noch weiter irgendwie vor sich hin wurschtelt. Da habe ich so ein bisschen fachlich und vom Teamaspekt her ein paar Schwierigkeiten mit. Muss aber erstmal den Akku wechseln. So, also, paar Gedanken zu Kelly Schlappen. Schlappen Kelly. Ja, sowas in die Richtung. Grundsätzlich, Kelly ist ja derjenige von den beiden, der die Erfahrung hat. Und zumindest eine gewisse Portion davon. Diese Erfahrung scheint ihm als Strategie zu ermöglichen, einfach zu beschließen, ich brauche irgendwie mal irgendwann ein dichtes Shelter, das immer besser werden soll, und nutze das Shelter als Beschäftigungstherapie, und sonst beschließe ich 14 Tage nichts zu fressen und weiß aus meiner Erfahrung, dass ich das kann und dann trotzdem noch Energie habe, dann trotzdem weiterzuarbeiten. Das hat er ja. Und das ist bemerkenswert. Das ist auch so was Ähnliches wie zum Beispiel bei dem kugelsicheren Otto. Der kugelsichere Otto aus Staffel 2, beziehungsweise jetzt auch eben aus jüngsten Ereignissen, der ist offensichtlich in der Lage, bei Nahrungsentzug einfach körperlich noch vergleichsweise lange und vergleichsweise sehr gut zu funktionieren. Das ist ein Stück weit, ich weiß nicht, wie man das trainieren soll, vielleicht ein kleines bisschen möglich, dass man das irgendwie trainiert, und ansonsten zu sehr großem Anteil sicherlich angeboren, dass man einfach vom Stoffwechsel her jemand ist, der das sehr gut kann, der auch relativ wenig Kalorien verbraucht und trotz großer Strapazen vergleichsweise wenig abnimmt in so einer Situation und dementsprechend sehr lange aushalten würde, wenn es dann noch länger dauern würde, ne? Theoretisch. So Menschen gibt's. Das ist natürlich ein großer Vorteil für diese Menschen, dass sie zu diesem Typ Mensch gehören.
Blöd ist jetzt aber, wenn man davon ausgeht, dass, und das ist ja eine Teamveranstaltung, der andere das auch kann. Ja? Und das ist beim Jan garantiert nicht der Fall. Und der Jan hat Hunger. Und da die ja jetzt ein Team sind, ja, und der Caddy ja der Erfahrene, dann wäre es meiner Meinung nach aus dem Teamgedanken her, ich meine, der hat selten was mit Team gemacht, glaube ich, der Kelly. Das waren ja immer so alles so Einzelgänger-Aktionen. Wäre aus meiner Idee her eigentlich die Notwendigkeit gegeben, dass man sich dann um den Teampartner kümmert. Wenn es also das Team zu scheitern droht und wenn einer scheitert, scheitern ja beide. Das ist ja auch der Sinn und Zweck eines Teams, dass man wirklich gemeinsam im gleichen Boot hockt und wenn das Boot sinkt, dann kannst du dafür vielleicht nicht verantwortlich sein und dich erhaben fühlen, aber untergehen tust du trotzdem. Deswegen ist es halt eben nicht zielführend, den Teampartner quasi ins Delirium oder in die Verzweiflung gehen zu lassen, ohne irgendwas dafür zu tun, dass es dem besser geht, außer irgendwelche Phrasen von sich zu geben, wie du bist stark. Oder so ein Quatsch. Ja, das hilft meiner Meinung nach in so einer Situation wenig weiter. Man kann es natürlich ein bisschen mit Maskulinität versuchen, gemeinsam ein bisschen rumzuknurren, ein bisschen rumzubellen und sonstiges Zeug. Wie gesagt, habe ich auch schon mal gemacht, als ich jünger war. Die Phase gab es. Mir sehr peinlich. aber ja, hilft in dem Fall sicherlich nichts. Und es scheitert ja nicht nur am Willen. Willen hatte der Jan genug, 5 von den 7 Tagen, die sie dann da sind, einfach mehr oder weniger nur abzusitzen und sich zu Tode zu langweilen gefühlt. Da kann ich schon verstehen, dass der keinen Bock mehr da drauf hat. Insbesondere, da er charakterlich für sowas wahrscheinlich relativ wenig geeignet ist. Was man ihm auch nicht vorwerfen kann. Ein Stück weit vielleicht schon, dazu komme ich nachher noch. Aber nicht groß. So, und jetzt wäre es meiner Meinung nach einfach sinnvoll gewesen, nachdem der Kelly hätte realisieren, der Joey, Kelly, wie auch immer, ja, hätte realisieren sollen, dass eben sein Teampartner nicht darauf ausgelegt ist, 14 Tage nichts zu fressen und sich dabei wohlzufühlen. Das kann halt nicht einfach jeder, das geht einfach nicht. Dann wäre es halt vielleicht doch sinnvoll gewesen, irgendwie einen Plan zu haben, wie man jetzt vielleicht an Nahrung kommt. Ja? Oder zumindest mal versuchen, ein bisschen fischen gehen. Ich weiß nicht, ob die irgendwelches Fishing-Equipment dabei hatten. Kelly ist ja nicht einmal, jedenfalls nicht gefilmt, nochmal zurück zum See und hat auch nur Ansätze versucht. Er hat auch nicht Beeren gesammelt für seinen Kameraden und einfach pro forma ein paar Beeren mit ihm gegessen, damit er die Beeren besser runterkriegt, weil so richtig lecker fand der Jan die ja auch nicht. Tipp wäre gewesen, die Beeren gleich frisch zu verzehren und nicht einen Haufen davon zu sammeln und sie gammelig werden zu lassen, bis man dann anfängt, nochmal ein paar davon zu mampfen. Frisch vom Busch, also nicht, dass ich diese Beeren mögen würde. Ich bin ja sehr heikel, was Essen angeht und kann das also voll und ganz nachvollziehen emotional. Ja? Aber jetzt rein aus Survival-Perspektive, nicht Wohlfühlperspektive daheim, wo man im Überfluss lebt, wäre es also noch einfacher gewesen, beziehungsweise besser, die Beeren runterzukriegen, wirklich frisch vom Busch und runter damit und oder sammeln und aufessen, sowas in die Richtung, nicht noch lange lagern, die werden eben nicht besser und das hat ihm wahrscheinlich dann auch den Spaß an den Beeren relativ gründlich verdorben, dass er da ein paar Gammlige dann vielleicht auch noch erwischt hatte. Das verstehe ich dann auch, dass es dann keine Freude mehr macht. Ja, und also null Interesse, jedenfalls kein gezeigtes von Kelly, sich irgendwie um seinen Teampartner zu kümmern, was gerade bei einer Erfahrungsdifferenz, dass einer der Erfahrene ist und der andere sozusagen der Hilfsteilnehmer, der eher zum Problem werden wird, weil das Kelly Willen zum Durchhalten hat, das bezweifelt ja keiner. Ja, der würde da vermutlich auch 3 Monate hocken, wenn man ihm sagen würde, dass er das tun soll. Vielleicht nicht ganz, aber oder würde es zumindest versuchen, gehe ich mal davon aus. Und ne, also da ist so eine gewisse stoische Ertragenshaltung Grundvoraussetzung, um sowas gut zu überstehen. Ne? Der wird das mit Sicherheit 14 Tage durchgemacht haben, hundertprozentig, da zweifle ich keine Sekunde dran. Und er wird auch hinterher erzählen, dass er keine nennenswerte Probleme hatte wahrscheinlich. Und hat er wahrscheinlich auch recht. Aber es ist halt als Teamveranstaltung wirklich scheiße, wenn man sich halt um die Sorgen und Nöte seines Teamkameraden nicht kümmert. Da muss man auch hin und wieder mal abfragen, ob denn überhaupt Sorgen und Nöte beim Teamkameraden bestehen. Das wäre auch nochmal wichtig gewesen. Und nicht immer nur hier Brofist und Handschlag und sonst was zu irgendwas und ja, ne?
Und ja, also dieses völlige Ignorieren der Nöte vom Jan möchte ich dem Kelly definitiv als Grund fürs Ausscheiden ankreiden. Weil dann ist ja klar, dass das nichts werden kann. Ja, du kannst selber so stark sein, wie du möchtest. Das ist eine Teamveranstaltung. Grundsätzliches Problem, was auch Neberg immer wieder schreibt. Kelly war ja bei Neberg, von daher dürfte ihn das vielleicht interessieren. Dass Survival nichts für krasse Einzelgänger, super Einzelkämpfer ist, außer sie machen nur und ausschließlich Einzelveranstaltungen. Aber Teamplay und das Wissen, wie man sich in Gruppen verhält und wie man eine Gruppe am Laufen hält, ist essentieller Bestandteil von Survival nach Nebergs Auffassung. Ja? Also diese enorme Überlebensvorteil, nicht alleine zu sein, sollte man sinnvoll nutzen können, indem man eben Teamplay dann auch lebt. Ja? Schreibt Neberg in verschiedenen Büchern, wie wichtig ihm das ist, dass da eben diese Einzelkämpfermentalität nur selten und hin und wieder mal zum Ziel führt. Aber ja, im ersten Survival-Buch, also wirklich noch die Originalausgabe, wo auch noch die Kartoffelkanone drin ist, die später nicht mehr drin stand, weil die hochgradig illegal ist. Also die Bauanleitung für Schusswaffen im Selberbau. Das könntest du heutzutage so nicht mehr drucken. Wird auch so nicht mehr gedruckt. Wie auch immer, jedenfalls in dieser Variante wird das sehr schön beschrieben. Gut, Jan selber, einen kleinen Vorwurf möchte ich an der Stelle abgeben. Ja, ich weiß, jetzt bin ich total duster und da hinten ist noch hell. Das ist jetzt halt so, ne? Möchte ich einen kleinen Vorwurf dann doch halt nochmal abgeben. Also, dass der Jan niemand ist, den man irgendwo hinhocken kann und ihn tagelang nichts tun lässt, das dürfte der Jan doch eigentlich auch wissen. Und jetzt frage ich mich, Jan, hast du Staffel 1 und 2 gesehen? Hast du mitbekommen, was Hauptbeschäftigung der Teilnehmer bei Staffel 1 und 2 gewesen ist? Also manche haben es ja geschafft, sich ein bisschen zu beschäftigen, aber wenn du 7 Tage aussitzen sollst oder gar 14 Tage aussitzen, dann musst du halt auch aussitzen können. Was hast du erwartet, was da stattfindet für fancy, spektakuläre Dinge, unter Nahrungsmangel, die du da treiben kannst, dass du da ja, irgendwelche lustigen Sachen zum Unterhalten durchziehen kannst, die du sonst so machst? Das ist dann doch ein bisschen unrealistisch eingeschätzt an dieser Stelle, würde ich sagen. Ja, ist auch nicht schlimm. Bin auch dankbar, dass du als Ersatzkandidat zur Verfügung gestanden hast. Solltest du das mal sehen, alles Gute, wirklich von meiner Seite überhaupt kein. Aber ja, das verstehe ich nur einfach nicht so ganz, warum da dann so viel Wert auf diese Teilnahme gelegt wurde. Das hat der Joey ja auch gesagt bei seiner Anmerkung, dass der Jan jetzt nicht schlapp machen soll. Ich fand übrigens die Rede da diesbezüglich etwas fremdschämig. Ich glaube, man sagt cringy heutzutage in Internetsprech. Egal. Jedenfalls, da hat er ja auch gemeint von wegen, aber du hast dich doch extra beworben, bist extra von der Brücke gesprungen, wolltest da unbedingt dabei sein, jetzt bist du dabei und dann hast du jetzt keine Lust mehr. Ja, schon ein bisschen, ne? Ich glaube, hier ist ein Generationenkonflikt feststellbar. So ein bisschen, ne? Aha, hab die Kamera mal umgestellt, dann sieht man mich vielleicht ein kleines bisschen mehr. Gut, Generationenkonflikt haben wir hier, glaube ich, ein Stück weit. Die haben ja doch einen deutlichen Altersunterschied. Und ich glaube, in der Welt vom Joey Kelly ist so ein Durchbeißen und unbedingt durchziehen, was man angefangen hat, und insbesondere wenn man das unbedingt machen wollte, eine super wichtige Angelegenheit, dass man das halt einfach macht, dass da Aufgeben nicht in Frage kommt. Und wenn du das geplant hast so, dann machst du das so und das ziehst du einfach durch, das Ding. Das ist ja auch bemerkenswert und sicherlich eine positive Eigenschaft, die man dem Kelly absolut zugutehalten muss. Ja? Vielleicht hat es wirklich sowas mit Generationengedöns zu tun, dass jüngere Leute tendenziell eher eine Einstellung verfolgen, und da bin ich jetzt auch keine Ausnahme, ich würde mich in diesem Fall dann eher zu den jüngeren Leuten ziehen, dass wenn das, was du tust, auch wenn du das ursprünglich haben wolltest, sich als total destruktiv und nur noch bescheuert herausstellt, dass du es dann nicht unbedingt durchziehen musst, nur um es durchgezogen zu haben. Andererseits, hätte man es durchgezogen, könnte man sich natürlich hinterher auch auf die Schulter klopfen und sagen, ja, war zwar scheiße alles, aber ich habe es doch durchgezogen und habe es überstanden und daraus sicherlich wachsen innerlich, ja, ein Stück weit. Aber ja, ja, Leute, ich hocke mich jetzt nicht vors Tarp, ist egal. Und so ist super unbequem.
Aber ja, jedenfalls hoffe ich, dass vielleicht ja irgendwas an Erfahrung dabei rumgekommen ist, mit der er was anfangen kann, der Jan. Und ich denke, das ist wirklich ein großer Punkt, dieser Generationenkonflikt, der da eben die Teambuilding-Maßnahme und die Intensität der Teambuilding, des Teambuildings vielleicht etwas erschwert haben könnte. Hat, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, finde ich in dem Fall jetzt aber auch nicht so schlimm, dass die beiden ausgefallen sind. Tut mir leid, weil der Jan konnte ja nicht wirklich was tun. Er hatte ja auch keine Erfahrung und beziehungsweise hat keine Erfahrung. Und dementsprechend war da nicht wirklich viel Interessantes dabei. Genaue Dokumentation, wie sich die Verdauung von ihm verhält, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Interessiert mich nicht. Und ja, Kelly selber, was macht der? Ja, der sitzt halt die 14 Tage aus und baut da weiter an seinem Shelter rum, das halt schon nach wie vor immer noch den Nachteil hat, dass es potenziell geflutet werden könnte und möglicherweise ihm das Dach auf den Kopf fällt, wenn er dann noch weit hinten in den Berg reinbuddelt. Ja, irgendwo ist dann auch mal Schluss und irgendwann wird es dann auch instabil. So ein bisschen da reingraben, das ist sicherlich noch nicht weiter dramatisch, aber so langsam weiß ich nicht. Im Übrigen hat jemand in den Kommentaren wissen wollen, ist denn diese Shelter überhaupt wasserdicht? Sickert das nicht einfach durch den Boden durch, der Regen? Ja, bei Starkregen schon, ja, das ist anzunehmen. Irgendwann dann schon, insbesondere je mehr man sich da hinten reinbuddelt, desto wahrscheinlicher wird das, dass das dann irgendwann da auch mal reinsickern könnte. Ja. Gut, aber wie man inzwischen weiß, immerhin haben sie Rettungsdecken dabei, um die Decke noch ein bisschen wasserdichter zu kriegen. In Kombination mit Rettungsdecke ist das jetzt inzwischen schon ein ganz nettes Shelter, ne, würde ich sagen. Mit Ausnahme von eben dem Küstenfaktor und so weiter und so fort. Ja, also ganz nachvollziehen kann ich es nicht. Funktionieren wird's. Und wenn halt die Herausforderung ist, da einfach 14 Tage irgendwie zu überdauern, das kriegt er ja hin, wie gesagt. Ja, gut. Also, so viel zu Gründen. Mal nachvollziehbarer, mal nicht so sehr fürs Ausscheiden der ersten drei Teams. Für die anderen, die dann noch ausscheiden werden, wenn da noch welche ausscheiden werden, aber ich glaube, so sieht's aus, weil wir sind ja bei Freebie jetzt dann bald mit den Folgen irgendwann mal durch, ziemlich bald, und da sind ja noch längst nicht alle Tage durch, also entweder kommt am Ende noch so eine Zeitraffer-Folge, wo alle nur noch rumhocken, 7 Tage lang gefühlt, oder 6 oder 5 Tage lang, was weiß ich, nur noch rumhocken und gezeitraffert werden, damit man das alles noch in eine Folge bekommt, oder in 2 Folgen, dass sie diesen Zeitraffer über 2 Folgen verteilen, oder die scheiden alle aus. Ja, theoretisch könnte es ja auch sein. Oder nur noch Sascha und Knossi. Langsam glaube ich fast, und ich weiß es ja an dieser Stelle wirklich noch nicht, langsam könnte ich mir echt vorstellen, dass das damit endet, dass alle raus sind, außer Sascha und Knossi. Und die sind ja wirklich furchtbar abgemagert da rausgekommen. Und so sehr abgemagert, wie die da rausgekommen sind, glaube ich halt wirklich, dass die echt da 14 Tage gesessen sind. Ich kann mir das anders nicht erklären. Und sowohl wie die sich da momentan gerade fühlen, daran sollte sich dann auch nichts ändern, weil der Hunger, der kommt ja jetzt nicht wieder. Du kriegst ja nicht irgendwann dann spontan nach ein paar Tagen jetzt zu viel Hunger. Du bist dann irgendwann, also Erfahrungswert von anderen Leuten, denen man beim Hungern zugucken kann. Ich habe keine persönlichen Erfahrungswerte mit tagelangem Hunger. Ja? Nur 2 Tage, das ist alles, was ich mal gehungert habe. Aber man hört immer wieder und kann lesen und auch kann das auch in medizinischen Zeitschriften bzw. medizinischen Fachartikeln zum Thema Starvation bzw. eben Verhungerung, Stoffwechsel nachlesen, dass ab einem gewissen Level es nicht mehr unangenehm ist. Ja? Der Körper quält den Verhungernden nicht damit, diesen Verhungerungsprozess als furchtbar unangenehm zu gestalten. Und der Hunger, der wirklich nagende Hunger, der lässt relativ schnell nach bei den meisten Leuten. Entschuldigung, ich habe es nasenmäßig. So besser. Und dann kannst du ja, obwohl du de facto da gerade vor dich hin verhungerst, das ist ja bei denen der Fall. Die haben ja bemerkenswert viele Nahrungsquellen eigentlich erschlossen. Hätte ich ihnen auch nicht zugetraut. Aber das lag natürlich hier trotzdem hin und vorne nicht. Ne? Respektable Leistung. Reden wir, wie gesagt, nächstes Mal noch länger drüber. Aber nichtsdestotrotz verhungern die ja vor sich hin.
Aber das scheint ihnen nichts auszumachen. Die scheinen da wirklich angekommen zu sein und Spaß dran zu haben, mal abseits von Social Media. Und offensichtlich sind sie auch wirklich gute Freunde. Die sind ja richtig liebevoll miteinander im Umgang. Und ja, also inzwischen will ich nicht. Ja, sind beides Quatschköpfe. Und aber inzwischen habe ich wirklich großen Respekt davor, was die da abziehen. Und ja, meine Prognose an dieser Stelle ist wirklich, alle fliegen irgendwann noch raus, außer Sascha und Knossi. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, nichts gegen Ann-Kathrin, auch an dieser Stelle wieder nichts gegen Ann-Kathrin, aber sie ist halt einfach dünn. Ja, beziehungsweise dünn ist, sie ist leicht. Ha, so, ich weiß nicht, was man da sagen darf, ohne dass es einem irgendwie angekreidet werden kann. Das ist möglicherweise jetzt Diskriminierung von schlanken Leuten ist oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber de facto hat Ann-Kathrin einen geringen Körperfettanteil und das bedeutet, dass sie tendenziell irgendwann schneller verhungert als jemand mit einem hohen Körperfettanteil. Also Reese, um jetzt das Gegenbeispiel zu nennen, selbstverständlich darf der so aussehen und da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Das geht mich im Übrigen auch gar nichts an. Aber Fakt ist, rein technische Info, der verhungert da auch vermutlich nach 2-3 Monaten, ja wahrscheinlich sogar mehr als 3 Monaten, nicht. Ne? Tatsache. Das dürfte sehr, sehr, sehr lange dauern, bis diese verwertbare Energiespeichermasse, die da vorhanden ist, aufgebraucht ist. Ja, und bei Ann-Kathrin ist halt das Gegenteil. Die ist relativ schnell verhungert, weil wenig verwertbare Biomasse eben nun mal dran ist. Ja. Und darum kann ich mir gut vorstellen, auch wenn die relativ erfolgreich sind, beim hier und da mal kleine Happen Nahrung rankriegen, was auch sehr unterhaltsam ist und toll und super. Also ich bin da wirklich sehr glücklich mit dem Frauenteam. Aber ja, ich glaube, das geht nicht mehr allzu lange gut. Ja, aber das reicht jetzt an der Stelle auch. Ne? Also, hab mich jetzt hingehockt, hab nochmal was zu Seven vs. Wild erzählt. Schattenmännchen vor Camouflage, ne? Das ist übrigens ein British Army Shelter Sheet, nur für diejenigen, die das unbedingt wissen wollen. Und das Original sogar, ja, habe ich mal geschenkt bekommen. Hält und hält und hält, schon ganz nett, ist aber ziemlich schwer für das, was es kann. Nehme ich also mit, wenn das Gewicht keine Rolle spielt und wenn ich gerne ein bisschen Sichtschutz haben möchte. Die einzige Sache, die ich in Camouflage gerne mag, sind tatsächlich Tarps, weil die in Camouflage Sinn machen. Ne? Da kann Tarnung wirklich sinnvoll sein, einfach um niemanden zu stören im Walde und um ja letzten Endes nicht entdeckt zu werden. Klar, wenn du entdeckt wirst, geht die Welt nicht unter, aber in jedem Fall, irgendwer ist gestört, der dich entdeckt oder du. Und wenn niemand dich entdeckt, ist niemand gestört und das ist in jedem Fall eine gute Sache. Auch wenn man nichts zu verbergen hat. Ne? Ich mache hier in keinster Weise irgendwas Illegales. Das Ding ist einfach nur ein Regenschutz. Aber trotzdem, man muss ja nicht auf dem Präsentierteller hocken mit sowas. Gut, jetzt aber Schluss. Wirklich. Ja? Also, macht's gut und für diejenigen, die gerne weiter Adventskalender gucken, dann der läuft natürlich weiterhin parallel hierzu und für alle anderen habe ich jetzt auch mal wieder zu Seven vs. Wild was gesagt. Ne? Also, tschüss.